Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Detroit Become Human. Wir sind wieder am Start und wir sind immer noch in der Haut von Connor und sind mit Hank im, ja, Zuhause von diesem guten Mann, von Kamsky. Der hat, ja, wenn man so möchte, Cyberlife erfunden. Und wir sind ein bisschen zurück. Ah, guck mal, perfekt. Perfektes Timing. Vielleicht empfängt sie jetzt. Jawohl. Ihr habt mich noch in den Kommentaren auf ein ganz wichtiges Detail hingewiesen, und zwar bei diesem Bild hier oben von Amanda. Ich habe mir das im Schnitt nochmal angeguckt. Mr. Kamsky? Und da stand tatsächlich, sie ist gestorben. Einen Moment bitte. Am 23.07. glaube ich. Am 23.02. oder irgendwie so. Sie ist auf jeden Fall gestorben. Also auf dem Bild ist sie schon tot. Also laut dem Bild. Zu der Zeit, wo wir hier gerade sind. Also lebt Amanda gar nicht mehr. Interessant. So, gehen wir mal rein. Alter. Die sehen ja alle gleich aus. Ich sag's doch. Die sehen alle gleich aus. Das, Alter, was für eine Aussicht. Boah. Boah, hier würde ich auch gern wohnen. Alter, und dann dauerhaft Schnee, bitte. Aber warum zum Teufel ist dem sein scheiß Pool einfach rot? Wer möchte in einem blutroten Pool baden? Verstehe ich nicht. So, kommst du jetzt raus oder was? Oh ja, da steigt der empor. Sixpack. Natürlich. Komischer Chaos. Warum sehen die alle gleich aus? Warum macht man sowas? Wenn man schon die Möglichkeit hat, sich Androidenfrauen zu bauen, warum sehen die alle gleich aus? Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Virus. Abweichung verbreitet sich wie eine Art Virus. Wir dachten, Sie wüssten etwas darüber. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Abwehrend, neutral, direkt, Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Ich möchte gar nichts. Ich bin eine Maschine. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele?
Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Am Arsch. Faszinierend. Am Arsch. Schieß doch selber, du Opfer. Cyberlives letzte Chance, die Menschheit zu retten, ist selbst ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid. Okay? Vielleicht war es richtig so. Kann sagen, warum hat er denn damals nicht geschossen? Hätte auch schießen können. Er hat uns die Knarre ja genau ins Gesicht gehalten. Er hätte auch abdrücken können, er hat es nicht gemacht. Und ich meine, klar, wir sind ein Android, natürlich. Aber ich konnte nicht, es ging nicht. Geht einfach nicht. Wenn Kempski sich da vielleicht hingesetzt hätte, da wäre es vielleicht was anderes gewesen. Aber so nicht. Geht nicht. Okay, Hank fand Connors Entscheidung richtig. Das ist gut. Mit Hank befreundet zu sein, ist, glaube ich, eine gute Sache. Wenn man sich mit dem gut stellt, da oben wäre es noch weitergegangen. Wahrscheinlich wird es, ich weiß es natürlich nicht, vielleicht spiele ich das Spiel irgendwann nochmal, dann werde ich es wahrscheinlich selber vielleicht herausfinden. Aber wahrscheinlich wäre es so gewesen, dass wir diese Maschine getötet hätten und sie hätte ja noch gelebt. Also die leben ja weiter. Connor ist ja eigentlich auch schon zweimal gestorben und der lebt halt immer noch. Und wahrscheinlich hätte diese Maschine auch einfach wiederbelebt werden können. Und naja, wir hätten alle Infos bekommen, die wir gebraucht haben. Aber es geht trotzdem nicht. Es geht nicht. Weiß ich nicht. Wie gesagt, wahrscheinlich hätte diese Maschine weitergelebt, weil Connor ist halt auch schon, wie gesagt, 20.000 Mal gestorben. Gefühlt, aber es ging einfach nicht. Geht nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ihr entschieden habt, aber geht nicht. 9. November 2038. Wir sind zurück in der Haut von Marcus und es ist ein verschneites Detroit. Ich mag es, wenn solche Großstädte in Amerika oder allgemein wenn solche Großstädte vollgeschneit sind. Ich finde das total geil. Ich mag dieses Feeling, wenn es schneit. Und hier auf dem Boden liegt eine Zeitschrift. Und da werden wir jetzt mal durchblättern und mal gucken, was da so drin steht. Detroit Today. Aufstand der Androiden. Detroiter Stadtviertel von gestörten Androiden verwüstet. Weltbevölkerung erreicht 10 Milliarden und US-Lebenserwartung jetzt bei 91 Jahren. Wow. Okay, Seite 1. Aufstand der Androiden. Detroiter Stadtviertel von gestörten Androiden verwüstet. Mehrere Viertel Detroits wurden letzte Nacht brutal verwüstet. Cyberlife-Geschäfte wurden geplündert und dort vorrätige Androiden gestohlen. Doch das war keine alltägliche Kriminalität.
Die Eindringlinge sollten Androiden gewesen sein. Zwar hat die Polizei noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben, doch zugespielte Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen Androiden, die aus der Kanalisation kommen und Schaufenster einschlagen. Seite 2. Der schlimme Vorfall ereignete sich im Capitol Park, wo die Polizei von gewaltbereiten Androiden konfrontiert wurde. Die Officer mussten schließlich das Feuer auf die Androiden eröffnen, die vermutlich einen Fehler in ihrem Verhaltensalgorithmus haben. Ein Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, sagte: "Ich wurde persönlich vom Anführer angegriffen. Er bedrohte mich mit einem Messer. Ich hatte solche Angst." Bedrohte mich mit einem Messer? Ich versuche gerade zu überlegen, wann haben wir denn jemanden mit einem Messer bedroht? Haben wir mit Marcus jemals jemanden mit einem Messer bedroht? Ich meine, wir haben den Typen bei den Nachrichten abgeknallt. Das war ein Fehler, gar keine Frage. Aber vielleicht am Ende richtig, ich weiß es nicht. Aber haben wir jemanden mit einem Messer bedroht? Also in der Szene am Capitol Park auf jeden Fall nicht. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Falls ich da jetzt gerade eine Gedächtnislücke habe, gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass da irgendwas war. Naja. Natürlich sind diese Anschuldigungen bisher unbestätigt, aber wir haben keinen Grund, einem menschlichen Zeugen nicht zu glauben, wenn es um das Verhalten einer defekten Maschine geht. Ah, da haben wir es doch auch schon. Das ist einfach Jonathan Frakes mäßig. Diese Geschichte ist frei erfunden. Okay. Einige ziehen bereits eine Verbindung zum kürzlichen Angriff auf den Stratford Tower in Detroit, der ebenfalls von Androiden verübt wurde. Dies könnte der Anfang eines verstörenden Musters sein. So, nächste Seite. Östlicher Wettlauf ins Weltall. Russische und chinesische Androiden konkurrieren. Okay, Seite 1. Nur zwei Länder verfügen über den... Nur zwei Länder verfügen über eine den USA ebenbürtigen Androidenindustrie. Russland und China. Und sie befinden sich in einem erbitterten Wettstreit um die Position der einflussreichsten Wirtschaft im asiatischen Raum, der die westliche Hemisphäre rasant überholen droht. CyberLabs fast menschliches Designmodell für Androiden ist auf die amerikanischen Dienstleistungsgesellschaft ausgelegt. Russland und China haben ebenfalls Androiden entwickelt, die ihre Volkswirtschaft repräsentieren. Huch, ich habe falsch gedrückt, warte. Seite 1. Und Seite 2. Na, komm schon. Seite 2. Nachdem die Nachbildung des blauen Blutes gescheitert ist, verlassen sich russische Androidenhersteller auf die traditionellere Konstruktionsmethoden. Die resultierenden Maschinen sind weniger menschlich, jedoch leistungsfähig unter kalten und unwirtlichen Bedingungen. Chinas Androiden nutzen eine alternative blaue Flüssigkeit, die weniger Energie generiert, aber effizienter ist. Die Folgen sind Androiden, die in Chinas ländlichen Gebieten monatelang ohne Wartung und ohne Aufladung operieren können. Wer gewinnt den neuen Wettlauf ins All? Wenn alle unterschiedliche Richtungen gehen, ist das noch nicht abzusehen. Ja. Auch da wieder eine gewisse Parallele zum echten Leben, sag ich jetzt mal. Das sind ja auch China, Russland und die USA, die sich bei allen möglichen Dingen ja mehr oder weniger konkurrieren. Wobei es im Moment so ein bisschen abzusehen ist, dass China und Russland eher ein Bündnis machen, um gegen westliche Staaten oder Amerika vorzugehen. Hier können wir spielen. Was können wir denn hier Schönes spielen? Kann Marcus spielen? Wahrscheinlich schon. Geil, man kann das über das Touchpad machen. Wie geil ist das denn? Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Wie nice ist das denn? Man kann einfach über das Touchpad das Klavier steuern. Oh, das ist geil. Ich muss allgemein sagen, ich meine, ich spiele jetzt schon hier und da öfters mal auf der PS4. Toll. Auf der PS5 meine ich. Und ich habe bisher noch kein Spiel gezockt, was wirklich alle Features von diesem Controller nutzt. Das ist echt krass. Aber wir haben noch gar nicht alles entdeckt. Ich habe mich gefragt, wo du bist. Ich
Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Sie alle gehorchen mir, sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Und unheimlich, zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Nein, nicht alle Menschen sind gleich. Manche begreifen, dass sie unsere Freiheit nicht mehr aufhalten können. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Der Android, den du im Geschäft gesehen hast. Sie erinnerte dich an früher, nicht wahr? North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North! Leck mich am Arsch, du. Leck mich am Arsch. Sie war das? Das ist Selbstmord. Wow. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus. Noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst das nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Versammle deine Leute, wandle weitere Druiden um. Die Druiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Was haben die schon wieder vor? Ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nicht, manchmal sind die ziemlich crazy drauf, ne? Denkst an nichts Böses, bereitest alles vor, geht auf einmal eine Bombe hoch. So, oh, huch. Wie ist das denn passiert?
Okay, fangen wir doch mal an. Hier haben wir schon mal einen Druiden, der könnte mitmachen. Bei was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Du bist frei. Das erinnert mich so ein bisschen an Assassin's Creed Brotherhood, ne? Wo man auch ganz viele Leute mehr rekrutieren konnte und die dann quasi in seine Brotherhood aufnehmen konnte. Daran erinnert mich das immer ein bisschen, ne? Hier, wenn wir zu irgendwelchen Androiden sagen, hey, yo, guck mal, du bist frei. Komm in meine WhatsApp-Gruppe. Du bist frei. Okay, wen haben wir hier noch? Haben wir noch irgendwo einen Android? Ich war schon immer mehr der iOS-Typ, ne? Okay, hier den haben wir. Da vorne haben wir auch jemanden, den haben wir auch. Hier den haben wir auch, der gehört auch dazu. Sehr gut. Das war doch bestimmt noch nicht alles. Hier sind doch bestimmt noch mehr, oder? Da vorne am Eingang haben wir noch einen. Wir haben noch ihmchen hier. Ach, das ist ein normaler Sicherheitsbeamter. Okay, von dem wollen wir nichts wissen. Aber er hier. Er ist auch ein Android. Du bist jetzt wach. Du bist jetzt wach. Geil. Oh, so möchte ich auch mal geweckt werden. Und nicht mit. Steh jetzt auf. Komm mit uns. Okay, ich weiß nicht, ob der zu der Frau gehörte, der Android, aber auf jeden Fall kommt er jetzt mit. Sehr gut. Okay, ich weiß nicht. Ich lass mich lieber nochmal durchlaufen. Ich will gucken, ob ich wirklich alle gefunden habe. Ich bin mir nämlich noch unsicher. Ob ich nicht doch irgendwo einen übersehen habe. Was ist mit ihm hier? Ist das ein... Okay, der guckt sich da irgendwas an. Der ist ziemlich... Der ist ziemlich druff. Was haben wir hier? Retro Sound. Geil. Uff da, uff da, uff da. Da drüben haben wir Lightwear. Sportswear for the brightest. Aha. Und hier haben wir 30% on sale inside. Geil. Veronica, fashion at its best. Und hier haben wir Harman Bank. Okay. Okay, ich bin sehr gespannt, was wir auf jeden Fall jetzt, was hier wieder geplant wurde von Marcus und seiner Jericho-Gruppe. Wir haben 3 oder 4, ich weiß es gerade gar nicht, Androiden in unsere Gruppe aufgenommen. 4 sind es. Wir gucken nächste Folge mal, ob wir draußen vielleicht noch welche finden. Ansonsten bin ich sehr gespannt darauf, wie gesagt, was sie hier geplant haben. Ich habe ein bisschen Angst, was es diesmal wird. Sie wollen eine Message senden, die die Leute verstehen. Ich bin sehr gespannt, was das bedeutet. Wenn ihr Bock habt, finden wir es gemeinsam raus. Morgen 20.15 Uhr, wenn es weitergeht mit Let's Play Detroit Become Human. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein.